Dass eine Firma sehr modern und positiv aufgestellt ist. Wenn man hier reinkommt, hat man das Gefühl von sehr viel Freiheit, Licht, man kann atmen, die Menschen sind sehr, sehr positiv. Und das ist in dieser Branche, glaube ich, nicht unbedingt der Standard. Es geht ja ein Stück weit auch darum, dass wir uns selbst als innovatives, dienstleistungsorientiertes Unternehmen in Wiesbaden bekannt machen wollen. Man weiß, was wir machen, aber so ein bisschen mal hier uns zu präsentieren in unseren Räumlichkeiten mit den Themen, die uns umtreiben, mit interessanten Gästen wie heute Horst Meier. Ich glaube, das ist eine gute Geschichte, wird sehr gut angenommen. Ich glaube, die Resonanz, die wir heute hier gesehen haben, zeigt doch, dass wir ja auch durchaus anziehend sind. Und das wollen wir sein und das soll auch weiter in die Stadt getragen werden. Und wie gesagt, zum 8. Mal ist eine gute Tradition und ja, wir hoffen, dass es genau mit dieser positiven Resonanz so weitergehen wird. Ich bin immer gerne nahe bei den Menschen, weil ich denke, das ist das Leben. Leben ist ja mit Menschen zu tun zu haben. Menschen ist Kommunikation, Menschen ist Austauschen, Menschen ist einander verstehen, die verschiedenen Kulturen. Und ich schätze das unglaublich. Also meine Tätigkeit früher auf dem Fußballplatz konnte ich sehr, sehr viele Länder bereisen. Hier kann ich unglaublich viele Regionen bereisen, mit neuen Menschen zusammenkommen, verschiedene Branchen. Das ist einfach etwas Bereicherndes. Was mich eigentlich nochmal mitgenommen hat, ist, dass er gesagt hat, du musst doch aus dem Bauch heraus entscheiden. Weil das ist genau das. Wir haben bei uns im Kollegenkreis einen jungen Schiedsrichter, der Regionalliga pfeift und der neulich auch sagte, Mensch, ich habe da eine Entscheidung aus dem Bauch heraus getroffen. Ich war total unsicher. Als ich die Videos gesehen habe, war ich sicher, es war richtig. Und das werde ich dem morgen auch erzählen, natürlich, weil das ist die Bauchentscheidung. Er hat es ja auch gesagt, auch für Unternehmen. Ich meine, Dialog ist immer gut, wenn der im Vordergrund steht. Und nur dadurch kann man auch Problemlösungen betreiben und das ist auf dem Feld genauso wie in der Wirtschaft oder auch in einem Unternehmen. Sehr spannend, sehr unterhaltsam, sehr informativ und ich finde, Herr Meier kam jetzt auch jetzt hier in dem Abend schon so rüber, wie man ihn eigentlich auch im Fernsehen erlebt, wie man ihn kennt. Sehr authentisch. Also er hat das fabelhaft verpackt und ich finde, es war eine großartige Leistung. Ich fand es mit den Urs fand ich sowas von genial und für einen Schiedsrichter super kommunikativ. Das war sehr gut nachzuvollziehen und es hat auch richtig Spaß gemacht mit der Begeisterung, wie er das rübergebracht hat. Alltägliches. Es ist immer wieder was Neues. Aus ganz vielen verschiedenen Ecken kommen da Innovationen, kommen Ideen, kommen Gedanken und das ist also sehr, 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 sehr abwechslungsreich und überraschend. Alle, die bisher hier als Referenten waren, kamen rüber als Meister ihres Fachs. Genau. Dass der von der Energie war, jetzt heute, ja, ganz toll. Ganz immer toll. Spannende Redner, spannende Vorträge, man trifft auch nette Leute, man ist hier wie in der kleinen Familie. Also es macht immer wieder Spaß, Jahr für Jahr. Wir versuchen natürlich schon, auch das Thema Energie in den verschiedensten Formen. Wir hatten Joey Kelly, der Ultramarathons läuft und anderes. Wir hatten Marc Elsberg, der bei Blackout berichtet hat, was geschieht, wenn die Energie mal nicht mehr da ist. Wir hatten heute Urs Meier, der mit viel Energie dargelegt hat, wie muss ich agieren, schnelle Entscheidungen treffen. Und innovativ sein. Also wir versuchen, das Thema Energie jetzt nicht nur zu reduzieren auf Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, erneuerbare Energien, was wir machen, sondern wir versuchen, das Energiethema in den verschiedensten Facetten darzustellen. Am liebsten natürlich unterhaltsam und ich glaube, das ist uns die letzten Jahre eigentlich immer sehr gut gelungen. Es ist immer wieder neu. Ja, ich finde es ganz großartig, wen ihr immer einladet, wen ihr aussucht.
Es ist immer der Unterhaltungsfaktor sehr hoch. Und daneben natürlich auch das Vermitteln von Informationen, finde ich ganz, ganz großartig. Also man kann immer etwas mitnehmen. Das finde ich bei so einer Veranstaltung ganz, ganz wichtig. Es geht nicht nur um lecker Weinchen zu trinken oder was zu essen, sondern man kann tatsächlich was für sich selber mitnehmen. Und für das Unternehmen, für Führung, für Innovation, für ja, Ideen, Entwicklung und so weiter. Das ist schon eine ganz, ganz tolle und wichtige Veranstaltung für Wiesbaden. Alles, was wir machen, müssen wir gerne machen, müssen wir mit Herzblut machen. Und wenn wir Entscheidungen treffen, dann müssen wir auch dahinter stehen und müssen sie konsequent umsetzen. Also war ein toller Abend, hat mich gefreut. Ich meine, was soll ich hier motzen? Es gibt super Essen, die Leute sind super nett, ein super Vortrag. Also da gibt es schlechtere Sachen, als sich jetzt hier rumzutummeln. Wenn ich in verschiedene Regionen der Welt gekommen bin, ich habe unglaublich viel profitiert. Und so ist es auch hier. Die Zuschauer geben mir etwas zurück. Ich kann etwas von den Zuschauern lernen. Und das ist ja umso schön, also, dass es so dass diese gegenseitige Wirkung hat. Ich kann etwas vermitteln, ich kriege aber auch etwas zurück. Also besser geht es ja gar nicht.